So, wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Es ist Dienstag, meine ich. Neben uns fährt die Straßenbahn. Ich bin auf dem Weg zum Bahnhof und ganz wichtig, zuallererst muss ich euch mal das Neueste zeigen zum Thema Rolltreppen. Wichtiges Thema. Und damit herzlich willkommen zu unserem Rolltreppen-Vlog. Hier seht ihr das neueste Modell eingebaut im Potsdamer Hauptbahnhof. Ein Traum in Glas und Stahl, der ja nach seiner Einführung schon am ersten Tag... Was mache ich hier eigentlich? Ja, wunderschönen guten Morgen. Es war also der 5.31 Uhr und ihr habt schon mitbekommen, wir starten in die Frühschichtphase und es sind jetzt einige, die da auf uns zukommen, nicht nur hier auf dem RE1, sondern auch auf der 3337 habe ich gesehen. Ich habe allerdings, muss zugeben, ich habe nicht ganz so weit geguckt, denn schon heute Morgen geht das los. Wir fahren ja nur bis Ostbahnhof und da gibt es ein riesengroßes Wechsel hin und her. Wie das heute funktioniert, das verrate ich euch. Unser Zug steht schon dran, da ist er, 5.50 Uhr. Nach Ostbahnhof. So ihr Lieben, mittlerweile sind wir in Brandenburg an der Havel angekommen und was sich erst so ein bisschen abgezeichnet hat als, um Gottes Willen, ist der Dienst durcheinander. Der ist so durcheinander gar nicht. Also dadurch, dass wir ja nur bis zum Ostbahnhof fahren, hier auf dem westlichen Teil des RE1 zwischen Magdeburg und Berlin, fährt man also in dem Dienst von Potsdam bis zum Ostbahnhof, bleibt dann auf dem hinteren Führerstand für einen Moment. Ein Kollege kommt, übernimmt den Zug und fährt ihn in die andere Richtung, und zwar genau bis zum Hauptbahnhof. Bis dahin muss man es dann geschafft haben, wieder auf der anderen Seite anzukommen, denn da ist Personalwechsel. Dann übernimmt man seinen eigenen Zug wieder und fährt dann bis nach Brandenburg. In Brandenburg war jetzt hier ein bisschen rumrangieren. Momentan stehe ich an Gleis 4. Es regnet wie aus Eimern. Ja, und jetzt geht der ganze Spaß nochmal los. Jetzt fahre ich wieder nach Berlin bis zum Ostbahnhof. Kollege geht hinten drauf und so weiter und so fort. Ja, und ja, so spielt sich das durch, bis ich dann irgendwann um 13.31 Uhr von Berlin aus in Potsdam ankomme. Also im Grunde genommen eigentlich gar nicht schlimm, aber muss man erstmal durchsteigen, ja. Und das Problem ist natürlich, Stadtbahn voll, dann mit Regen kriegt man wenig Leistung auf die Schiene und muss sehr, sehr früh bremsen und all solche Sachen. Aber nun gut, wir kämpfen uns da durch. Ja? Und ja, in ein paar Minuten, nämlich in 6, geht es auch schon wieder los in Richtung Berlin. Kann ich hier auch schon mal die Funktionsnummer eingeben. Wenn ich es denn dann schaffe jetzt hier. So. Und wenn man dann auf Wählen drückt, dann hört ihr das hier. Meldung wird jetzt bearbeitet. Na, jetzt weiß der Fahrdienstleiter, dass ich abfahrbereit bin. Und dann kann es auch schon losgehen. Bis später. Ajewitsch, mittlerweile sind wir schon wieder in Brandenburg an der Havel angekommen. Diesmal stehen wir in der Abstellung bei der Entsorgung. Guck mal gerade, ob ich euch das zumindest mal so grob zeigen kann. Das ist auf jeden Fall da, wo mein Chef neulich im Fernsehinterview auf die Miserie hinwies. Ob ihr das gut erkennen könnt. So sieht das hier ungefähr aus. Ja, Fundsache habe ich auch. Aber die Dame, die ihn vermisst, hat sich schon gemeldet. Das heißt, wenn ich hier aus der Abstellung rauskomme, dann wird sie wohl am Bahnsteig auf mich warten. Gut so. Ja, während wir jetzt hier also in Brandenburg an Havel in der Abstellung Richtung Magdeburg warten. Klar, logisch, Zug drehen, neue Zugnummer eintragen, Bremsprobe machen, das machen wir als allererstes, das ist immer das Wichtigste. Und dann kann man es auch nicht vergessen. Gelle. Ja, erstmal ein bisschen Luft auf die HL, guck mal, Mikrofon im Gesicht. Schön. Ja, und wenn wir das denn alles haben, dann warten wir eigentlich nur noch darauf, dass wir zwei Weiße bekommen vom Fahrdienstleiter Brandenburg, damit wir vorziehen können zum Bahnsteig. Und von dort aus setzen wir dann ja wieder ein nach
Berlin Ostbahnhof, zum letzten Turn zum Ostbahnhof heute. Das ist doch mal hübsch. So, und wir sind jetzt die 68. Zweiter Teil Bremsprobe. Dann können wir hier schon mal die Nummer eingeben. Bremsprobe ist beendet. Triebfahrzeugführernummer in die PZB. Sölle und noch die Zugnummer dazu. Was ist denn hier heute los? Piept ja an allen Ecken und Enden. So, jetzt will der Funk auch sein Ding sagen. Zack, zack. Und als letztes noch die Heizung einstellen. Denn es ist ein bisschen kältlich. Findet ihr nicht auch, dass es kalt geworden ist? Ich finde, es ist kalt geworden. Sollte morgen gleich wieder zurück in mein Bett. Ja, ich habe ja schon viele von euch gelesen, dass euch die InnoTrans ganz gut gefallen hat und ich kann echt nur empfehlen, da gibt es ganz viel tolle Videos auf anderen Kanälen, das kann ich in der Güte gar nicht, guckt euch die an, da sind wirklich tolle Sachen dabei rumgekommen und deswegen kann ich es nur empfehlen, guckt euch die Videos zur InnoTrans an, die sind echt toll geworden. Ja, und wer Bock hat, der kann bei Spotify ein bisschen Podcast hören, zumindest so ein ganz kleines bisschen. Die Interviews von der Messe, die ich geführt habe, die sind jetzt auch bei Spotify bei KS1, der Eisenbahn-Podcast, verfügbar. Könnt ihr gerne auch reinhören und natürlich genauso wie hier bei YouTube gerne auch mal ein Like oder ich glaube, da lässt man Sternchen oder sowas da. Anyway, wie auch immer. So, ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen Kaffee trinken und dann soll es nach vorne gehen an den Bahnsteig. Da kommt jetzt noch ein Güterkollege durch und dann darf ich hoffentlich vor. Bis später. So, mittlerweile bin ich in Berlin angekommen und fahre an der Nettinera vorbei. Unsere Mutter, die sitzen da, so. Meine Aufgabe jetzt Gastfahrt vom Ostbahnhof zum Hauptbahnhof. Und da warte ich dann ungefähr, ich glaube, eine halbe Stunde. Und dann übernehme ich den Zug noch Richtung Potsdam. Von dort aus noch mal ein paar Haltestellen in Richtung Feierabend. Ja, die Fahrt jetzt von Brandenburg hier rüber, vollkommen problemlos. Auch vollkommen verspätungslos, wo wir ja vorher die ganze Zeit mit 10 Minuten vor uns hergeschoben haben, wegen der Kurzwende hier. Jetzt auf einmal tagsüber klappt's. Ja, seltsam. Aber gut so, also um Gottes Willen, ich will mich nicht beschweren. Vorher, das nervt schon so ein bisschen, wenn du so mit 10 Minuten zu spät unterwegs bist. Leute sind genervt und ja, so läuft das schon viel besser. Jetzt fahren wir gerade im Alex ein. Wundervoll, Alexander Place. Na juti, mal gucken, was der Tag noch so bringt, da. Tja, dann ging es mal wieder schneller als gedacht. Auf dem Rückweg nach Potsdam war überhaupt nichts mehr los, vollkommen ereignislos. Ich habe den Zug im Hauptbahnhof übernommen, bin nach Potsdam gefahren und dann ab in den Feierabend gegangen. Hier nochmal eine Slow-Motion-Aufnahme für alle Freunde von Rolltreppen. Ja, so viel also zum heutigen Tag. Hat Spaß gemacht, der erste nach der InnoTrans. Morgen geht es noch ein bisschen früher los, nämlich um 4.31 Uhr im Hauptbahnhof. Da fahren wir dann aber RB33, also dieseln wir ein bisschen rum. Bis dahin, haut da rinne, bleibt neugierig und gesund und eure Fragen bitte in die Kommentare.